Und damit hoffentlich willkommen zurück. Check, 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 check. Okay. So, das war anstrengend, aber wir haben es geschafft. Leider haben wir nicht mehr viele Punkte übrig. Das wird langsam schlecht hier. Aber so ist es nun mal. So, nachdem er jetzt hier nichts mehr hat. Nein, stopp. Das nach da. Ich hole mir alle Helden, die ich kriegen kann. Weil, ist wichtig. Ich werde wieder ausbilden. Und dann. Oh, jetzt hat er hier einen König Dain ausgebildet. Okay, dann wird das hier ziemlich nervenaufreibend. Gut. Muss ich schauen, wie ich das hinkrieg. Ich weiß, dass ich hier gleich auf jeden Fall die gleiche Schlacht wieder und wieder und wieder machen muss. Hilft nichts. Ja. Das kriege ich geschenkt, das ist sehr schön. Das gibt mir nämlich ein bisschen Freiraum. Ich muss halt hier so lange rumhampeln, bis König Dain besiegt ist. Wie auch immer ich das hinkriege, weiß ich noch nicht. Aber jetzt holen wir uns erstmal den Erebor. Denn der Erebor ist eine Festungskarte, keine gute, aber zumindest eine Festungskarte. Wenn ich die Zwerge besiegen könnte, wäre das. Ah, oh, das wäre so toll. Ich weiß noch nicht wie. Gerade eben ging's noch. Bams, König Dain ist wieder da, dann geht's nicht. Weil wir werden jetzt dauernd uns Land wegnehmen. Ja. Es sei denn, die Elben holen sich alles Land. Da war ja der irgendwas, Elrond oder Tranduil. Könnte helfen. Muss ich beobachten. So. Der Feind hat keine Chance. Denn. Denn. Was will er machen? Wieso die so rumlaufen, würde mich auch mal interessieren. Verstehe ich nicht. Die werden doch wohl hier hinkommen. Ja, genau da will ich. Ja, gut, komm. Egal. Dann halt manuell. Kann nicht so schwer sein. Es kann nicht so schwer sein, den Befehlen zu folgen. Und stattdessen laufen die hier hoch. Ja, da gibt es einen Vorposten. Ja, der ist schon nützlich. Nein, ich brauche ihn gerade nicht. So, wie heißt das hier? Building. Gebäude. Zivilgebäude. Ah. Okay. So, der Erebor gehört als nächstes mir. Keine gute Karte zum Verteidigen, weil klar, wenn du hier mal stehst, nicht schlecht. Wenn du da mal stehst, auch nicht schlecht. Natürlich kannst du hier Bogenschützen hinstellen oder hier ein paar. Aber das sind so viele Dinge, wo du hinkommen müsstest. Es verteidigt sich halt schlecht. Und der Gegner kriegt halt alles, ne? Weil, wenn man verteidigt, steht man meistens blöd rum. Na, so. Und ist halt verteidigt, also defensiv. So. Wie viel hält so ein Tor aus? Einiges wahrscheinlich. Naja, es wird irgendwann kaputt sein. Jo. Das Gebäude ist bereit. Was sollen wir bauen? Die Kaserne ist fertig. Was soll ich bauen? Das geht hier nicht. Irgendwo wird's gehen. So, ist immer noch zu. Aber das passt schon. So, jetzt baut er hier einen Turm wahrscheinlich. Ja. Egal. Solange da nicht 20 Türme ausgerüstet stehen, macht es nicht viel. Okay. Da, 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 da. Na, 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 da. Tada!
So. Yay, Kaserne verbessert. So, Schaden erhöhen. Ja. So, durch die Wand kann er zumindest nicht schießen. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Yep. Nee, warte, so ist besser. Das sieht zwar dämlicher aus, aber es ist wirklich besser. Weil für alle, die es noch nicht wussten, die Rückseite eines Gebäudes ist anfällig für Nahkampfangriffe. Das heißt, wenn man in den Rücken des Gebäudes läuft, zum Beispiel hier ins Gehöft, und von dort angreift, macht man mehr Schaden als von dort vorne. Zumindest, wenn es nicht gepatcht wurde, aber das ist der letzte Stand, den ich hatte. Sollte passen. Jetzt hat er echt das Tor repariert. Ja gut, bringt nicht viel. Na komm. Wenn ihr danach hingeht, kriegt ihr vielleicht den Bonus. Na los, Bogenschützen. Na los. Er macht auf. Okay. Dort. Dort. Aber wisst ihr was? Geht's erstmal rein. Erstmal reingehen. So. Sehr schön. Ganz easy. Alles kaputt machen. Sind schon schöne Hallen, ne? Aber es liegt nirgends Gold rum. Uninteressant. So, ich könnte ausbilden, aber ich tue es gerade nicht. Und das hat nämlich einen Grund, weil ich will meine ausgerüsteten Einheiten nicht verlieren. Wenn ich ausbilde, werden die ersetzt, außer sie sind auch ausgerüstet und... Nee, mache ich nicht. Da habe ich keine Lust zu. So. Schauen wir mal. So, alle Befehle sind gemacht. Passt. Und wir bauen halt einfach weiter. Ganz unkompliziert. Oh Gott. Ohne Probleme. Da brauche ich halt gar nichts machen. Ich brauche halt wirklich nur warten. Okay, die Gehöfte sind doof. Wenn angegriffen werden, aber... Dafür habe ich ja sowas hier. Interessant. So, die hauen hier alles kaputt. Das geht auch kaputt. Das geht auch kaputt. Ah, interessant. Ja, das macht's auch noch kaputt. Die Schmiede. Zwergenschmiede. Der haut hier nochmal einen drauf und dann bam bam. Und bum bum. Und wum wum. Und klabuff. Ich glaube, das war's dann. Sollte kein großes Problem sein. Oh, das ist nicht gut. Ja, gewonnen. Yay, das war einfach. Das war halt wirklich einfach. So, passt alles? Gut. Eine Schlacht habe ich noch. Aber die wird wieder so ewig lang dauern. Und ich weiß, das ist ein bisschen fies, aber ich habe heute nicht so viel Zeit, deswegen kommt das in die nächste Episode. Dafür war die aber auch extrem lang und dann kriegt zur nächsten Episode wieder eine schöne lange. Ich muss leider heute ein bisschen Kompromisse machen. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge?
lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.